Dann nehmen wir den noch mal schnell fest, den Idioten. Damit er uns nicht hier noch mehr Leute von den Beinen schießt. So. Einsteigen lassen, einfahren lassen. Notarzt ist übrigens auch schon unterwegs, RTW ist auch. Und jetzt, oh, jetzt haben wir auch noch einen Amokläufer hier. So was Doofes aber auch, ne? Also mittlerweile ist die Winterberg-Mod doch schon sehr, sehr groß geworden, muss man wirklich sagen. Aber sie gefällt mir nach wie vor immer noch sehr, sehr gut, auch wenn sie Konkurrenz bekommen hat durch die schon in Version 1.0 sehr gute Frankfurt am Main-Modifikation und die in 1.22 befindlichen Florian-Hamburg-Modifikation, die wir euch auch noch zeigen werden. Fahrzeug 46 hört. Fahrzeug 37 hört. Wird gemacht. Fahrzeug 5 schon unterwegs. Ein Tipp zum Sniper-Einsatz. Da müsst ihr wirklich sehr, sehr schnell sein, weil wenn ihr nicht umgehend Notarzt und Rettungsdienst alarmiert, sterben euch die verletzten Personen wirklich weg. Also da ist nicht viel Zeit dazwischen, dass sie überleben. Hier nochmal der neue Icon zur Abtransport. Einfach Rechtsklick auf die Sanitäter, wenn der Notarzt angewählt ist und schon funktioniert das mit dem Abtransportieren automatisch. Der Transport dieses Patienten ist nur mit einem Notarzt möglich. Ja, der Bug ist auch bekannt, selbst wenn ein Notarzt drin ist, buggt er manchmal, aber den gibt man auch leicht in den Griff. Einfach Notarzt nochmal aussteigen lassen, nochmal einsteigen lassen und schon hat sich das Ganze erledigt. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich nochmal ein Feuer zu sehen bekommen, dass ihr auch nochmal sehen könnt, wie das bei den Feueralarmierungen läuft. Aber das ist ein ganz normales Replay. Da ist es natürlich Zufall, was für ein Einsatz denn als nächstes kommt. Wir warten einfach mal ab. Brandausbruch. Ursache nicht bekannt. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Ja, wo brennt's denn? Ach, hier die Hecke. Oh, da kann man jetzt entweder alarmieren natürlich den kompletten Löschzug. Oder wie ich es jetzt mache, also Löschzug wäre hier. Oder wie ich es jetzt mache, da das Feuer so klein ist, holen wir erstmal nur ein einzelnes Fahrzeug der Wache. Dafür wählen wir es halt unten im Icon an. Klicken auf die Karte. Allerdings sollte man das richtig machen, nicht wie ich gerade. Und dann sollte die Alarmierung eigentlich auch durchlaufen. Fahrzeug 1 hört. Komisch. Jetzt. Jetzt geht's doch. Florian Sauerland mit einer Alarmierung für den Löschzug Winterberg. Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Florian Sauerland ändert. Die Ansage war jetzt nicht ganz passend, denn ich habe ja, zum Feuer alarmiert und nicht zur technischen Hilfeleistung.
Aber naja, das Fahrzeug kann das auf jeden Fall beides. Fahrzeug 38 hört. Wird gemacht. Ja? Zwischenzeitlich ist hier auch noch was passiert. Und zwar gibt es eine innere Blutung nach Schuss oder Stichverletzung. Und ich soll jetzt die Verlegung organisieren. Allerdings mache ich mir das eigentlich immer relativ einfach, da weil das da ziemlich doof ist mit dem Landestation für den Hubschrauber einrichten und so Kram. Deswegen hole ich einfach nur mein Traumateam. Und dann lasse ich kurz.